Kleine Camper sind total im Trend, denn man kann nicht nur mit ihnen verreisen, sondern sie sind auch noch der perfekte Begleiter für den Alltag. Wir stehen hier vor dem Modell Wanderer. Das ist eine Marke aus dem Allgäu und die bauen auf dem Citroën Berlingo auf. Was dieser Möbelbau alles kann, das zeigen wir euch jetzt. Wir stehen hier vor dem Modell Living Room. Der hat alles an Bord, was ihr zum Campen braucht. Es gibt eine Küche, es gibt eine Sitzgruppe, es gibt einen Tisch und natürlich auch ein Bett. Wir fangen mal mit der Küche an. Die lässt sich nämlich ganz einfach über so einen Schwerlastauszug ausziehen und dann habt ihr hier so Klappen, wo einmal der Kocher zu sehen ist, ein ganz normaler Gaskocher. Da kann man hier unter der Heckklappe kochen oder man kann ihn auch rausnehmen und irgendwie auf den Campingtisch stellen, je nachdem, wo ihr gerade kochen wollt. Hier habt ihr noch ein bisschen Stauraum. Ihr seht, hier sind so ein paar Becher drin, ein Schneidebrett. Könnt ihr reinpacken, was ihr gerade braucht. Die erste clevere Lösung ist dieses Brett hier, was ihr seht. Das kann man nämlich einfach zur Seite schieben und da kommt der Kocher für den Innenraum hervor. Das ist ein Induktionskocher, denn der Möbelausbau hat natürlich auch eine gewisse Elektronik mit an Bord. Dazu später mehr. Zu einer anständigen Küche gehört natürlich auch eine Spüle mit einer sehr, sehr schönen Lösung hier oben. Da ist nämlich ein Seifenspender oder ein Spülmittelspender, je nachdem, was ihr braucht. Wasser gibt es natürlich auch und zwar hier unten in den Tanks einmal ein 12 Liter Abwassertank und ein 12 Liter Frischwassertank. Alles betrieben über eine elektrische Pumpe. Dieser Kasten hier ist natürlich auch multifunktional und zwar zum einen ist es Mülleimer, Stauraum. Es ist aber auch eine Trittstufe, über die ihr ins Auto reinkommt. Die wird dann hier reingeschoben und hier verankert. Wenn ihr wollt, könnt ihr den sogar als niedrigen Tisch für draußen benutzen. So, ich habe es mir jetzt hier auf der Sitzbank gemütlich gemacht. Das funktioniert übrigens nur, weil der Berlingo auch ein Aufstelldach hat, mit sogar einem zweiten Bett oben noch. Das Auto gibt es übrigens auch nur mit Aufstelldach, eben aus genau diesem Grund. Ansonsten kann man nämlich weder stehen noch aufrecht sitzen. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Tisch, um zu frühstücken, zu arbeiten oder Karten zu spielen, je nachdem, was für ein Wetter auch gerade ist. Das funktioniert folgendermaßen. Hier gibt es ein Knöpfchen und dann fährt dieser Block, wo der Induktionskocher auch drin ist und hier dieses Brett ist, einfach nach oben. Dann zieht man hier diese Schublade raus. Das ist normalerweise die Besteckschublade und klappt diese Seite um und man hat einen riesengroßen Tisch. In dem Ausbau ist wirklich jeder Millimeter total clever genutzt. Das hier ist natürlich nicht nur eine Sitzbank, sondern gleichzeitig auch Stauraum, wenn man das hier einmal so hochklappt. Und da unten seht ihr schon, gibt es zwei Anschlüsse, einmal 12 Volt, damit fährt dieser Küchenblock nach oben und die Wasserpumpe wird betrieben und einmal 220 Volt, damit könnt ihr den Induktionskocher betreiben. Strom bekommt ihr entweder über die zweite Batterie, die in dem Fahrzeug verbaut ist. Ihr könnt auch außen Landstrom anschließen, 220 Volt, wie man es vom normalen Camper auch kennt. Ihr könnt eine Powerstation natürlich auch benutzen und optional gibt es auf dem Dach auch noch eine Solaranlage. Das Bett ist für einen Citroën Berlingo Ausbau wirklich groß, über 2 Meter lang, hier unten 1,20 Meter breit. Hier oben gibt es eine neue Erweiterung, dass du sogar 1,40 Meter Breite hast. Das ist auch super schnell aufgebaut und zwar klappt man einfach nur einmal den vorher Tisch um, legt hier zwei Polster hin. Dann kommt das dritte Polster noch in die Mitte. Dann wird das hier einmal nach oben geklappt, einmal umgeklappt. Hier unten seht ihr schon den Stauraum, da kann das Bettzeug bleiben, wenn man es gerade nicht braucht. Und dann wird das einmal so umgeklappt und schon habt ihr das Bett. Also ich finde das Bett schon mal sehr gemütlich. Ähnlich übrigens wie die ambiente Beleuchtung, dafür gibt es hier einen Schalter an der Seite. Dann wird es hier auch hell, dann könnt ihr nämlich abends noch lesen. Natürlich gibt es auch Steckdosen, 12 Volt USB, dann könnt ihr euer E-Book wieder laden oder euer Smartphone oder Kopfhörer oder was auch immer ihr braucht. Ich habe euch ja schon am Anfang erzählt, das ist nicht nur ein kleiner süßer Camper, sondern auch ein super praktischer Daily Driver. Warum? Seht ihr hier. Und zwar kann man den Ausbau so einmal nach oben klappen. Und dann kann man hier die Sitze auch nach oben klappen. Das geht mit den anderen beiden natürlich auch noch. Dann habt ihr insgesamt 5 Sitzplätze während der Fahrt. Hier seht ihr noch so eine Klappe, die kann man auch herausnehmen, wenn ihr ein bisschen größeres Gepäck habt, Skia zum Beispiel, könnt ihr die hier auch durchladen. Das ist super, super praktisch. Das Bier muss natürlich auch kalt gestellt werden zum Campen, deswegen gibt es hier auch noch eine Kühlbox, die auch über die zweite Batterie betrieben wird.
Und der Ausbau, der lässt sich sogar herausnehmen, und zwar ganz ohne Werkzeug. Den Ausbau kann man in zwei Teile trennen. Der eine Teil wird hier vorne rausgeschoben, den anderen kann man zu zweit durch die Heckklappe rausnehmen. Wiegt ungefähr zusammen 100 Kilo, also zwei Leute braucht ihr schon. Die Ausbauten von Vanera gibt es nicht als einzelne Komponenten zu kaufen, sondern nur als Gesamtpaket mit einem Fahrzeug. Hinter mir steht das Citroën Berlingo. Es funktionieren aber auch baugleiche Modelle von anderen Herstellern. Es gibt auch noch eine zweite Variante, die nennt sich Sleep and Storage. Die ist ein bisschen anders aufgebaut und braucht zum Beispiel kein Aufstelldach. Jetzt ist der Preis interessant. Der Berlingo mit dem Aufstelldach startet bei 41.000 Euro. Dazu kommt noch der Ausbau, der liegt ungefähr bei 7.500 Euro. Und dann kommt es noch ein bisschen drauf an, was ihr sonst noch drin haben wollt. Elektropaket etc. Vanera hat verschiedene Handelspartner in ganz Deutschland. Einer davon, der hat dieses wunderschöne kleine Stückchen mitgebracht, ein super schöner Retro-Camper, Grebener Wohnmobile aus Würzburg. Wo der nächste Vanera-Händler ist, seht ihr auf der Homepage. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Kommentar da, liked das Video. Bis bald!